Hallo und herzlich willkommen auf Epic IWA 2023. Wir sind am Stand von Leo Köhler. Traditionsunternehmen Leo Köhler ist natürlich auch auf der IWA da, darf nicht fehlen, immer hier in der Halle 3 im Mittelgang gut erreichbar und präsent für alle. Wir haben hier den Kampfbekleidungssatz Streitkräfte, den wir euch einmal kurz zeigen wollen. Falls ihr die anderen Produkte euch mal anschauen wollt, könnt ihr dann, am Ende kriegt ihr den Link nochmal zur Leo Köhler Seite, aber nur so viel schon mal jetzt vorab. Bei dem Bekleidungssatz geht es im Endeffekt darum, dass man hier einmal einen Smock, eine Feldbluse und eine passende Hose dazu hat. Von der Ausstattung her sind der Smock und die Bluse in der Ärmelkonfiguration gleich, also dass man da auch dieses Muscle Memory hat. Wir haben hier beim Smock natürlich die typische Smock-Konfiguration, große Brusttaschen mit unterlegten Napoleon-Taschen, lässt sich einmal mit Klett bedienen oder eben auch still nochmal mit dem Reißverschluss von der Seite, wenn man schnell irgendwo ran muss. Große Balktaschen im Frontbereich und im Vergleich zu anderen Smocks hier an den Seiten nochmal große Magazintaschen, die hier im hinteren Bereich sitzen, um eben nicht zu stören. Und natürlich die wildere Tasche, die darf auch nicht fehlen. Ansonsten perfekte Features für einen Smock, ein Fließkragen, ein YKK-Reißverschluss, der in beide Richtungen läuft. Und was hier auch sehr cool gelöst ist, man hat eine doppelte Unterarmbelüftung, das heißt einmal entlang am Körper und einmal entlang am Arm. Und jeder Belüftungszugang ist nochmal mit einem Netzfutter unterlegt, dass da auch keine Kriechtiere reinkommen können. Für die Jacken gibt es noch keinen fixen Release-Termin. In den nächsten 5 bis 6 Monaten, haben wir gesagt bekommen, kann sich natürlich immer noch mal je nach Lage etwas ändern. Die Hose ist bereits verfügbar. Auch hier hat man wieder Features, die man sich bei einer ordentlichen Feldhose wünscht. Man findet hier wieder die Belüftungszugänge mit dem eingelegten Netz. Man hat natürlich überall da, wo es notwendig ist, das hat man auch bei den Jacken, die entsprechenden Cordura-Verstärkungen, die man oben nochmal, beziehungsweise die zum Schutz im Knie- und Ellbogenbereich genutzt werden, Taschen, wo man sie braucht mit Unterteilung, also alles sehr, sehr gut umgesetzt, gefällt uns sehr gut. Wir werden das für euch nochmal im Detail bei uns auf dem Blog vorstellen, sobald alles verfügbar ist, und dann auch in unsere Smog-Serie mit aufnehmen, weil da gehört die Jacke hier auf jeden Fall mit dazu. Und ansonsten, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, Leo Köhler im Netz, findet ihr hier unten den Link eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir schauen mal, was noch auf der Messe weiteres zu entdecken gibt und sind raus. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.